100 Jahre Bergwerk Gonzen. Und aus diesem Grund gibt es hier im Gonzen drin ein ganz spezielles Lichtspiel. Ein spezielles Spektakel, könnte man sagen. Man fährt ja 1,8 Kilometer rein und dann empfängt einem hier eben das Lichtspiel. Aber aufpassen, das geht nur vom 6. Juli bis zum 20. Juli. Hier gibt es Spezialführungen. Daten haben wir eingeblendet. Wer das verpasst, der hat es dann gesehen. Ich bin bei der Vorbereitung mit dem Toni Gehl, mit dem Rolli Filzi gefahren und mit dem Benny Leuthard von Stagelight. Und die haben herumgetüftelt, was sie machen könnten, wie sie es umsetzen könnten. Schauen zu, das Engagement, der Enthusiasmus und eben der Gonzen in ganz einem anderen Licht. Berglichtwerk. Feuer frei! Rolli, wo sind wir jetzt hier? Also wir sind jetzt hier am Eingang der Gesenkbahn. Hier geht es ins Flurwandgesenk runter. Also du darfst keinen Schritt auf die Seite tun, sonst bist du dann im Wasser. Und wir sehen hier den letzten Teil dieser Bahn, wo es raufgeht zum Silo-Zugang. Wir freuen uns, dass das so herrlich ausgeleuchtet worden ist jetzt. Man sieht die Lichtspiele. Die Felsen, die Konturen, das ist genau das, was wir uns vorgestellt und gewünscht haben. Wenn wir hier hinter mir schauen, die Farben auf diesen Felsen, jedes Rissling sieht man. Wunderbar, was wir gemacht haben. Das siehst du sonst bei den Führungen natürlich so nicht, oder? Hier ist relativ dunkel. Wir haben einfach die paar Neonröhren, die wir auf der linken Seite jetzt heute hier sehen. Und sonst ist das eigentlich alles in einem düsteren Licht drin. Auch für dich ein spezielles Erlebnis, he? Ja, das ist einmal in ein anderes Licht gerückt. Eben, das ist ja das Thema, das wir gesagt haben. Wir wollen das anlässlich von dieser Feier den Leuten so zeigen. Einmal in einem wunderbaren, schönen Licht und dass man eben alles sieht. Und jetzt hast du gesagt, ich darf keinen Schritt links tun, ich zünde jetzt hier mal ab. Das ist alles Wasser hier, wo die Schiene fertig ist, gell? Das Braune sind Eisenbakterien. Aha. Und die schwimmen auf dem Wasser drauf. Aha. Also wir stehen jetzt hier eigentlich am Ufer von einem 200 Meter tiefen See. Das Gleis geht jetzt von hier weg nach 400 Meter in dieser Schräge runter, auf eine Höhe von 330 Meter. Das ist der tiefste Punkt, den es hier unten
im Fluhwanggesenk geschafft haben. Fluhwanggesenk, was heisst das genau? Ein Gesenk ist eine Bahnanlage, wo man das Material, also das Eisen oder den Kalk, von unten nach oben transportiert hat. Das Gegenstück ist der Bremsberg, da man das Material von oben nach unten in so einer Tonne, wie hier neben mir steht, oben runterlassen oder runterbremsen zum Silo. Und jetzt haben wir natürlich immer wieder Lichtwechsel, gell? Also das heisst, das ist jetzt alles vollautomatisch. Das ist jetzt über einen Stick gesteuert, ist alles programmiert. Und das ist natürlich das Schöne für Besucher, der Ablauf, das Feine. Und ist sehr schön, wie sie die Farben abgestimmt haben auf die zwei Felsflächen. Wenn wir jetzt auf der Seite raufschauen, wie das kommt. Und wechselt die Farbe gerade auch wieder, das gell? Das ist faszinierend. Ist auch für dich völlig etwas anderes natürlich, völlig etwas Neues so. He? Jetzt ist ja eigentlich fast schade, gell? Das ist jetzt einfach, im Juli kann man es anschauen, 2019. Bis im Juli, am 21. Genau. Juli zeigen wir es das letzte Mal. Eigentlich schade, he? Dass man so etwas nicht kann, irgendwie auch längere Zeit stehen lassen. Ja, ich finde, es ist auch eine Faszination, dass man einfach einen Zeitpunkt hat, jetzt anlässlich vom Jubiläum, und dann gibt man das eigentlich dem Berg wieder, sag jetzt, die Ruhe, und das, was urtümlich ist, gehen wir noch wieder zurück. Jetzt stehst du hier vor einem so Eisenteil. Was ist das jetzt genau? Das ist eine Transporttonne. In dieser drei haben wir das Material transportiert. Respektive morgen, wenn sie hier oben gearbeitet sind, sind die Bergwerkler in die Tonnen hineingehockt. Und dann hat man es im wahrsten Sinne des Wortes am Seil runtergelassen, an ihren Arbeitsplatz. Das ist der einzige Zugang für den eigentlich modernsten Teil des Eisenbergwerk Gonzen. Und jetzt dort links von dir, in der Stolle hinter, wo geht es da her? Der geht noch ein Stück hinterher. Da haben sie einmal ein Stück Vortrieb gemacht. Und das ist eigentlich ein toter Stolle, der geht nicht mehr viel weiter. Der ist etwa 30 Meter hinterher und dann ist er fertig. Rolli, Pink, hast du gesehen? Sie haben dich überredet, gell? Ganz ja, wir haben an 100 Tagen Kompromiss gemacht. Aber es sieht schön aus im Lichtwechsel. Und jetzt links von deinem Kopf, also respektive im Bild rechts davon, sieht man jetzt, das ist wieder Kalzit, gell? Das sind Kalzitodern, das Weisse. Das kommt natürlich jetzt mit diesen Lichteffekten auch wunderbar zur Geltung. Gibt sehr schöne Kontrast. Ist eigentlich wirklich eine super Idee, die du da hast. Man sieht alles natürlich völlig in einem anderen Licht. Ja, es ist irgendwie auch so ein Stück Neuzeitlichkeit verbunden, oder? 100 Jahre Gonzenbergwerk und jetzt etwas völlig Neues. Das hat noch Mut gebraucht, oder? So etwas zu lancieren. Ja, mehr Überzeugungskraft. Und ja, wir sind dann auch im Team relativ schnell einig geworden, dass das optimal wäre, so etwas zu machen. Und zwar auch die Idee, wir haben ja hauptsächlich stehendes Licht und Objekte, die wir beleuchten. Und wir wollen Bad Ragaz nicht konkurrenzieren, die mit bewegtem Licht arbeitet. Gut, und ich meine, wir haben auch ruhige Stellen, ruhige Sachen und Points, die man wirklich einfach hervorheben kann. Und das ist bei euch ja ganz etwas anderes. Also dort haben sie den Zugang gestohlen und nachher eben die Leinwände, wo sie eindeutig 3D-Bilder draufknallen. Und ihr tut eigentlich das hervorheben, was ja schon besteht. Einfach in einem anderen Licht zeigen. Wir tun einfach bestehende Sachen, die man sonst nicht beachtet, ausleuchten. Also wir Führer haben uns jetzt selber während dem Aufbau zum Teil gewundert, haben wir Sachen entdeckt, wo man so achtlos dran vorbeiläuft und mit dem Licht, ja, es ist wirklich jetzt inszeniert und man schaut das jetzt auch noch mal ein kleines bisschen anders an. Jetzt muss ich noch mal schnell hier runterzünden, gell? Also du schaust jetzt auch nachher am Abgrund, den du mir vorher gesagt hast, oder? Also da ist jetzt, wie tief wäre das da, wenn du das reinstehst, da geht es zünftig runter, he? Es geht jetzt von hier vom Anfang weg relativ schnell, ist es da 2-3 Meter tief. Jawohl. Und wenn du im Gleis noch runtertauchst, kannst du 200 Meter tief runter bis zum tiefsten Punkt. Aber hoppla, dann musst du das Bischi wechseln. Ja, darum habe ich jetzt extra raufgefilmt. Ich dachte, das ist mir sympathischer Ruhefilm statt oben runter.
Hinten schaut es der Clemens zu, eben, von Stageleiter und der Toni Gehl, der Präsident. Ja. Ist ein rechter Krampf gewesen. Du warst ja dabei gewesen, Roland. Gell? Also, ist wahrscheinlich ein rechter Krampf gewesen, um das hier alles so in Szene zu setzen. Ja, das stimmt. Ja, dann pass jetzt auf, dass du wieder rauskommst. Nicht, dass wir da mal einen Führer verlieren. Und du hast gesagt, was? Da sei es relativ schnell. Wie weit unten hast du gesagt? Von hier weg geht jetzt die Gleislänge, ist 400 Meter etwa von hier weg. Und wenn wir die senkrechte Tiefe messen würden, ist es ziemlich präzise, 200 Meter bis zum tiefsten Punkt. Und 170 Meter geht es runter bis auf den Bahnhof. Senkrecht. Oh. Toni, jetzt stehen wir hier an einem Wässerli zu, LED-Kabel rein. Was zeigen Sie da? Der Lavastrom, der sieht natürlich sagenhaft aus hier im Berg. Man kann sagen, ja, sogar das Schwefelwasser, das fällt da brennt hier rein, was sich hier durchschlängelt. Also, das ist natürlich einmalig, was wir hier sehen. Die Ideen, die hier entstanden sind, um eben das Bergwerk jetzt speziell zu zeigen, das ist also, da kann man tatsächlich nur staunen. Und wir sehen, so, die Farben sind anders, gell? Deine Grubenlampe ist eher ein bisschen kalt, das ist eher ein bisschen wärmer. Also die verschiedenen Farben, die man hier bringt, ist für euch sicher auch etwas ganz Spezielles, oder? Ja, eben. Das ist natürlich eben das Licht, das man hier zum Tragen bringt, hier. Das kommt natürlich schon noch super raus hier. Und wenn man eben hier ein bisschen etwas versteht von dieser Sache, also ich staune über die Luft, was die alles machen können mit der heutigen Technik. Ein Bächli, das sonst hier hinfließt, wo man vielleicht ein bisschen Schwefel schmeckt, oder? Das Wohlfahrt, das anbrennen. Ist die Führung jetzt etwas anderes, als wenn ihr so etwas zeigen könnt? Die Führung ist sicher jetzt speziell, wo man jetzt vielleicht weniger eben auf die Bergwerk-spezifischen Sachen eingeht, sondern eben eher die Leute eben staunen lässt, was man jetzt hier kann führen holen, rausholen mit dem Licht. Wir haben die Aufnahme jetzt ja gemacht vor der Eröffnung, oder? Wir zeigen es euch erst nachher, weil wir natürlich eben auch möchten, dass Leute herkommen. Es geht ja, bis in Juli, ist nachher wieder vorbei. Also wir haben Diskussionen gehabt, aber nachträglich, glaubst du, wenn es weg ist, gibt es Diskussionen, warum nicht länger? Meinst du auch? Ich glaube, ja, am Schluss ist es natürlich eine Preisfrage, ob man das länger laufen lassen möchte. Aber wir haben doch eigentlich im Hinterkopf ein bisschen rein, dass wir ein verlassenes Bergwerk zeigen wollen. Eine Arbeitsstätte, wo weiss nicht wie viel geschafft worden ist, so wie es verloren worden ist, dass wir das doch eigentlich unverändert und ungeschönt zeigen wollen. Außerdem einen Haufen reinbringen Sachen, die an sich nicht da gewesen sind. Und genau das wollen wir mit diesen Bildern auch zeigen. Also einfach so, wie es ist. Wir haben immer auch die Farbtemperatur immer schön gleich gelassen. Wir probieren es einfach so zu zeigen, wie es wirklich auch ist. Und ich hoffe, man hört das Rauschen auch. Ist doch alles spielt eine Rolle, wenn man da drin ist. Also es ist der Berg, oder? Es ist die Faszination, auch von dem eingeschlossen sein. Es sind die Geräusche, die da sind. Nicht das, was man hinterher gehört. Da sind wir noch am Reden wegen dem Aufbau. Aber durch das Wassergeräusch eine spezielle Faszination, eindeutig, oder? Das ist schon so. Eben. Und gerade jetzt auch das Wasser, das wir hier noch dazu zufließen aus dem Reservoir, hier ab der Galerie Wolfsloch oben runter, das gibt es doch auch einen speziellen Effekt, den man hier mit dem noch kann unterstreichen kann. Und weißt du, so dort bei dir vorbei, in der Kamera rein, sieht man es auch, es schleicht sich wirklich wie ein Lavaströmel hier durch, gell? Es lebt, das Bergwerk lebt. He? Gut, dann haben wir es gerade hinter dir, oder?
Ja, das kann ich immer. Wenn ich da vorne komme mit den Leuten und die ersten, dann würde ich sagen, hey, schau da mal, für uns scheint die Sonne. Oder? Da sehen wir voraus. Ich sage, ah ja, oder? Und dann sage ich, ja, da vorne ist ein Witz gesehen. Die denke ich jetzt auch. Der Kalzit wieder dort oben, wenn er rauskommt. Ja. Da siehst du plötzlich so Figuren. Und da ist natürlich das sowieso ist die Schattierungen. Das ist wirklich genau das, was Eindruck macht nachher. Und das ist jetzt eben mit dem leichten Orange, das kommt einfach alles am besten gelten. Ja. Wenn man jetzt mehr ins Blau wäre gegangen oder ins Grün, dann hätte man nur die einen Sachen und so. Und ich habe jetzt gefunden, okay, mit dem Orange, teilweise hast du gleich noch ein leichtes Schimmeln rum, aber halt nicht so stark wie beim Blau. Aber es sollte ja da mal ein bisschen eben jetzt sehen wir eigentlich auch, da kann man ja sagen, das Erz oder das Rote da unten, das ist eigentlich in der Erzschicht. Ja, genau, die roten das wirkt jetzt auch noch ein bisschen mehr. Ja, ja. Und beim Roten, klar, wäre halt da oben wär's noch intensiver gewesen, das Loch, aber dann wäre einfach da alles andere wäre komisch gewesen. Das ist, ich finde das super. Hey. Das ist ganz super. Wir arrangieren alle im Apfel. Ja. Toni, was ist denn das jetzt da? Da rauf? Das ist der Alimak. Alimak. Aufbruchbühne, Alimak, das findet man glaube ich, heute noch im Internet. Die cool. Machen auf der Bohrplattform einen Lift. Und da hat man seinerzeit schon in Betrieb genommen, eben als Bohrplattform, wo man da unter Getöse mit dieser Maschine rausgefahren ist und die hat sich dann hier aufgeschraubt, an dieser Schiene. Und dann haben die Mineure können eben bohren hier ab der Plattform. Und die Meinung war eben, dass man jetzt bis 90 Meter hoch eben das Steillager abbauen kann, anstatt sich nur hier auf die 12 Meter beschränken, wie es bisher war. Da geht jetzt also hier zweimal 45 Meter, rund 90 Meter geht jetzt hier auf uns rauf, unter zwei Sektionen. Du, warum tröpfelt es so einem immer auf den Kopf? Jetzt draussen regnet, oder warum? Ja, das ist jetzt eben das Gewisse im Berg, dass es öfter mal regnet. Man weiss ja auch, Regen macht ja schön, oder? Und die einen von uns haben das offenbar noch nötig, dass er ein bisschen tröpfelt. Ist gut, dass du nicht hinter der Kamera. Clemens, was war denn die grosse Herausforderung gewesen? Dann gib mir mal das Mikrofon hier. Was ist denn die grosse Herausforderung? Du schaust das ganz nachdenklich an. Irgendetwas passt da nicht, gell? Ja, momentan passt mir noch der eine Fluter noch nicht. Aber den müssen sie noch ausschalten. Da ist es einfach darum gegangen, einerseits, wie bringe ich an, um die Höhe noch ein bisschen besser zu zeigen. Und einerseits auch, auf der rechten Seite die zwei Tunnels, dass man die noch ein bisschen anleuchten kann. Ist schon imposant, gell? Ja. Wie hast du das so empfunden, da in dieser Höhle drin? Kalt und nass. Also gleich lieber Open Air. Fast. Also, mal kann ich sagen, weil den Schlamm habe ich auch immer an den Füßen. Und ja. Ist noch gefährlich gewesen, oder ist noch heikel gewesen? Man muss schon immer ein aufpassen, wo das man durchläuft. Einfach, die Rutschgefahr ist an gewissen Orten recht gross. Und man muss halt schon mit dem Kopf immer bei der Sache sein. Weil eben, man ist unter Tag und man ist nicht draußen. Und wenn etwas passiert, dann ja, geht es ein Moment. Du bist ein richtiger Spezialist geworden. He? Komm, wir machen das mal schnell. Probe für Sample. Was ist denn dort hinten? Was ist das, was dort so hängt? Das darfst du auch fragen, wenn du es nicht weißt. Keine Ahnung. Toni, was ist das da hinten, was wir hier sehen? Das ist eine Silofalle, die wir sehen. Eine Falle? Eine Silofalle, wo man eben können, das Material stapeln drauf zu und dann abziehen auf den Stollenzug, um das zu verladen, zum Übertag rauszuführen.
Und vielleicht noch zu sagen, also wir sind keine Höhle, wir sind ein Bergwerk, ein künstliches Bergwerk, wo alles von Hand rausgeschlagen wurde, also mit Manneskraft hier rausgeschlagen wurde. Die Höhlen sind ja in aller Regel eben Naturhöhlen, die so entstanden sind. Und dann das hier oben, das sind auch nicht Tunnels, sondern das sind Stollen. Aha, ja, das ist mir inzwischen natürlich schon klar. Gell? Aber weißt du, was ich immer fasziniert bin, was ihr alles wisst? Das ist unglaublich. Also, weißt du, da kann man euch jetzt wirklich fragen, was man will. Ihr wisst es einfach immer. Liest man sich da ein? Hat man da genug Zeit als Gemeinderat schreiben, jemals von so einem Ganzen? Oder wie hast du das angeeignet? Oder bist du schon immer ein bisschen fasziniert von dem Ganzen? Ja, für das gibt es Nebenbücher und es gibt Kollegen, die versuchen, das beizubringen. Also, man kann das lernen. Man muss das auch lernen und dann geht das auch bald mal. Ich war schon mehr drin, früher auch und so. Weißt du, was mich immer wieder überrascht? Ihr findet immer raus, gell? Also, so einfach ist das Ganze ja nicht, wie man sich das vorstellt. Also, wir haben darum auch eine scharfe Ausbildung. Also, wir schauen eigentlich auf die Qualität der Führungen, dass wir eben auch unsere Aspiranten, die Interesse haben daran, eben auch ja, eigentlich gut ausbilden. Wir geben Unterlagen, die müssen mitgehen, oder? Und können Götti über. Der Götti muss das versuchen beizubringen. Und wenn er dann findet, doch, jetzt haben sie es begriffen, jetzt dürfen wir es auf die Leute loslassen, oder? Dann gibt es eine Prüfung. Da kommt dann etwa zwei vom Betriebsausschuss, die dann da hinten anlaufen. Und der Prüfling macht hier eine normale Führung. Und am nervösten ist dann der Götti, der mitläuft, oder? Und jemand denkt, ja, das haben wir auch gesagt, jetzt hat er etwas falsch ausgedrückt, oder? Aber er hat sein Grundwissen, oder? Es fehlt einfach noch die Routine. Und dann darf er ein halbes Jahr dann auch Führungen machen, bis er aufgenommen wird im Verein. Sofort nach der Prüfung wird er ausgerüstet mit dem Übergewändchen, mit dem Helm, kommt der Schlüssel über für die Kaverne und wird dann eingeteilt, muss Führungen machen wie üblich. Aber er ist noch nicht Vereinsmitglied, sondern ist erst Jungführer. Also dann wird auch jeder, auch ältere Knabe, wird dann wieder jung. Als Jungführer darf er sich dann bewähren, ein halbes Jahr. Und dann wird er die nächste Hauptversammlung als Mitglied aufgenommen, als Vollmitglied. Und das hast du alles müssen lernen. Weißt du, der Gemeinderatsschreiber hat darum eingebracht, eben von der ganzen Schneuliegen, dass man sich da mit dem natürlich beschäftigt. Und ein Gemeinderatsschreiber ist ja eben bereit, um einen Haufen zu lesen, zu lernen und so weiter. Aber da können auch andere Leute in dem Fall lernen, oder? Das können auch andere Leute, das sollen auch andere Leute lernen. Und das ist ja auch das Interessante an unserem Verein, dass wir ein ziemlich gewürfelter Verein sind aus allen Berufsgruppen. Also da kommt verschiedenes Fach- und Sachwissen, kommt ein Zimmer, wo jeder einbringt und jeder wieder eben das, was er machen kann, das macht er und lehrt einen Haufen dazu oder lehrt sogar Essen servieren und ein Apéro machen und ja, was alles dazu gehört. Abwaschen, fast wieder heim, Kavernen putzen, Staubsaugen. Aber das dürfen wir alles daheim nicht sagen. Haben wir eine Führerin? Ne? Nein, haben wir nicht. Wir sind tatsächlich ein reiner Männerclub. Wo man dann noch abwäscht, putzt und so weiter. Die machen auch alles, oder? Und eben jeder darf alles machen, muss alles machen, oder? Ja, jetzt sind wir ein Stück vorgelaufen. Wo sind wir jetzt? Jetzt stehen wir hier am Abzweiger zur Elektrowerkstatt. In der Elektrowerkstatt hat man die Installationen vorbereitet, bevor man dann eben rausgegangen ist in Stollen und das Zeug dort montiert hat. Und hier können wir jetzt auch demonstrieren, einen Abbauhammer, wie das tatsächlich getönt hat, wie die Mineure am Arbeiten waren. Gerade hier haben wir noch einen Überkopflader, Ladepacker oder Wurfschaufellader heisst das Gerät. Das war wieder ein Hilfsmittel, gewesen, um eine Stollenbrust abzuräumen. Gerade hier im Steillager konnte man die einsetzen, mit Pressluft antrieben. Hat zwei Pressluftmotoren, einen zum Fahren und einen für einen Löffel.
Und so gibt es natürlich noch Haufen weisse Sachen zu erzählen, oder? Jetzt, das gibt Stoff her auch für mehr Tagesführungen, gell? Also, wir bieten natürlich neben dem grossen Rundgang die Tagesführung an. Praktisch einen ganzen Tag, wobei der vom 9 Uhr bis etwa Nachmittag um 4 Uhr dauert. Dann haben wir auch zwei Tagesführungen, wo wir auf Naus oben dann auch übernachten. Die gehen in der Regel vom Samstagmittag, dass man hier einfährt und dann aufsteigt über Wolfslochsohle, Wolfslochbahnhof, den aufsteigt, Gsenk 2, Gsenk 1 auf die Höhe von der Nausgrube, 1000 Meter über Meer, und dann dort ans Tageslicht geht, ganz kurz, und dann wieder die Unterkunft bezieht. Und als Unterkunft da dient uns eine militärische Anlage, die wir können, übernehmen vom Militär, soweit alles intakt. Es war ein Bataillonskommandoposten von einem Landwehrfusilierbataillon. Und dort schlafen wir dann? Mit Strom, Wasser, WC. Ja. Man kann ein bisschen heizen auch. Da wird uns das Nachtessen dann aufgetransportiert mit einem Haflinger, standesgemäß aus der Bergwerkküche. Und dann kann man dort das Nachtessen mit allem Drum und Dran übernachten. Natürlich, wie es ist in der militärischen Anlage, es hat die ganze Zeit eine Lüftungsanlage, die im Betrieb ist. Und am anderen Tag packen wir da wieder Zimmer packen, alles vorausstellen, Besen reinmachen und dann geht es weiter rauf noch. Bremsberg 1, Bremsberg 2, auf eine historische Grube gegen den Übergang zur Grube 1. Und dann noch ganz hoch bis in den oberen Ausgang, bis in Wang. Und dann kommen wir etwa auf 1400 Meter. Das sind also 900 Meter höher Unterschied, gell? Genau. Umfahren, ja. Können wir dann wieder oben raus, wenn das Tageslicht, können dann dort über den Wang wieder absteigen, wo früher noch viel begangen worden ist, heute ein bisschen weniger, hat ein Seil als zur Sicherung über Gröllhalden, aber dann können wir dort über die über das Erzbild, die Erzablege, kommen wir dann wieder runter ins wilden Ausgangspunkt. Und es gibt immer Licht zwischen Toren auf. Für die, die denken, hey, jetzt sind wir gerade immer eben im Dunkeln drin. Auf Nausufen etwa 3 Stunden, nehme ich an, gell? Ja, man schaut natürlich ein paar Sachen an. Man lässt sich auch Zeit. Wie man jetzt um 12 Uhr in die Einfahrt und hier geht, ist man beim 4 Uhr Bahnhof Wolfsloch. Und etwa um 6 Uhr umeinander ist man dann auf Naus. Also rein körperlich alles machbar, oder? Alles machbar ist doch noch ein rechter Krampf zu sehen. Eins oben rauf hat um die 1000 Stegentritte herum, wo 2/3 oder 3/4 verfallen ist. Also geht es wieder minder ein bisschen durch einen Sandgröllhalde drauf. Also es ist noch anstrengend und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Und ja, es braucht tatsächlich eine gute Konstitution, um das zu machen. Gute Schuhe und Kleider, immer etwa 13 Grad. Also heiß ist natürlich nicht, gell? Es wird oben auf dann auch eher kühler. Genau. Es ist dann dort nach oben vielleicht noch etwa 7, 8 Grad. Mhm. Je nachdem, eben wie hoch der Temperaturunterschied ist, umso mehr zieht es. Schauen Sie, die Schuhe nicht muss putzen. Eben, gell? Das ist noch wichtig. Ja. Ich muss es selber machen. Was gibt es da für einen Sound? Also, hier werden wir Bergwerkgeräusche aufnehmen. Der Bohrhammer. Und dann dazwischen einen Sequenz drüber Kopflader. Du Clemens, eine spezielle Herausforderung das. Du hast vorher gerade ein bisschen studieren. Was war es? Es war noch nicht ganz fertig aufgebaut. Aha. Und jetzt musste ich schnell schauen, dass ich alles richtig einstecke, damit sie, wenn sie dann mit den Geräuschen kommen, aha, dass dann alles läuft. Aha. Das sind jetzt Glühlampen, wo man hier speziell für das sieht, dort, wo eben das warme Licht soll geben, hier im Transportstollen. Das ist jetzt der Transportstollen? Das ist der Transportstollen, jawohl, wo das Muldengebiet erschließt. Hier geht es hinten mit, hat es 3 Silo, ein 2 Erz-Silo und ein Kalksilo, wo man das Material aus der Mulde hier abtransportiert worden ist.
Jetzt hören wir den Loki. Was heisst das? Müssen wir flüchen? Der fährt nicht bis zu uns hinten, der bleibt im Hauptbahnhof vorne. Es stehen uns viele Kerne im Weg, dass er hinten kommt. Gehört man auch, unglaublich gut, he? Tönt gut. Ja. Das wäre dann eben auch noch ein Geräusch. Ja. Da sind wir jetzt aber locker etwa 200 Meter weg, oder nehme ich an? Nein, da sind wir, wenn es gut geht, etwa 50 Meter weg. Aha. Man hat immer das Gefühl, also ich habe immer das Gefühl, auch bei mir fahrt, bei den 8-9 Minuten sind ja 1,8 Kilometer, ich habe immer das Gefühl, dass ich viel länger habe. Irgendwie drückt das so, wenn man im Berg drinnen ist, die Distanzen. Es ist halt einmal ein Moment, wo man jetzt aus einem Haufen abgelenkt ist, darum kommt es einem ein bisschen länger vor. Aber es ist genau gleich viel Zeit, die Zeit läuft gleich ab wie vor uns. Kann man sich im Ton orientieren? Weißt du, in diesen Stellen rein, hörst du mal etwas von da, von dort? Kann man sich dem Ton orientieren oder drückt das noch? Nein, also an einem Ton kann man sich nicht orientieren, weil an einem Ort hat es etwa ein bisschen Wasser, wo vielleicht irgendwo rein plätschert, wo man hört. Aber sonst hat es kein Geräusch da drin. Jetzt sehen wir, wenn man ganz genau schaut, mag man es vielleicht sehen. Links die Lampe, hinten dran. Die paar Lampen und dann ganz ein kleines Licht, man sieht die Farbtemperatur, vielleicht mag man es sehen. Also eure Grubenlampen sind viel kälter, das ist nicht so warm, gell? Also das ist wirklich ein anderes Licht, das ihr hier bringt auch. Ja, etwas anderes, in ein besonderes Licht unser Bergwerk setzen und darum eben auch hier jetzt die Glühlampen, die eben das warme Licht abgeben. Jetzt bist du hier an dieser Lampe zu, gell? Man sieht jetzt in diesem warmen Licht rein, wenn man genau schaut, die Grubenlampe hat ein kahles Licht. Ich mache jetzt mal Folgendes, ich stelle es einfach mal auf Automat stellen und stelle jetzt mal meine Lampe an. Und man sieht das Licht, oder, wo es ganz anders wird und viel kälter, mögt ihr vielleicht sehen. Also doch gleich auch ein spezieller Reiz, gell? Also eben das warme Licht, man da hier bringt. Genau, das ist schon das. Da haben wir ja, vorher haben wir auch die Sparlampen da hier gehabt, die eigentlich nicht hätten sollen funktionieren, oder? Aber es sind gleich 20 Jahre, hat es gut getan, das Licht. Und mit den jetzigen hat man also ein bisschen zu viel Weisslicht drin gebracht. Und das soll man jetzt hier ein bisschen auskorrigieren, indem man auch über die hellen Lampen, LEDs, hier einen Filter tut, der es ein bisschen abdunkelt. Ganz hundertprozentig haben es mir jetzt auch noch nicht hingekriegt. Wir haben es 5600 Grad Kelvin. Die Lampe links, die müssen wir so ein kleines bisschen anders noch beleuchten. Man sieht aber den Unterschied zur Grubenlampe. Und man sieht natürlich wirklich den Unterschied zum Videolicht. Ich stelle es noch mal schnell an. Oder man merkt sofort natürlich, dass ganz ein anderes Licht ist. Und um das natürlich wirklich erleben, gell? Also ja, ich meine, da muss man halt einfach wirklich selber reinkommen. Also nur zeigen ist das eine, aber das selber erleben, drinnen sein, mal ein Geräusch hören, vielleicht mal einen Tropfen auf den Kopf bekommen, vielleicht auch mal Temperatur spüren, einmal über ein Gleis über ein stolpern oder im Sumpf oder im Morast reinstehen, über das Kies durchgehen oder die ganz steil Stege drauf, wo die dritten nicht mehr alle hundertprozentig sind, das muss man selber erfahren, oder? Das ist schon so. Eben auch die Stollenluft, die man selber schnuppern, aber man hat gemerkt, der Hans-Jürg ist schon recht angefressen vom Bergwerk. Ich glaube, wenn du mal ein Hobby suchst, könnten wir vielleicht noch ein bisschen dienen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einen hohen Respekt. Ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht den Tisch putzen und servieren und so. Aber alles andere, also viel Wissen, viel Orientierungssinn, also es drückt. Doch, aber wichtig wäre auch noch, wir hätten dann auch noch einen Filmer im Verein. Das könnte man machen, wenn ich einen Führer dabei hätte, jawohl, genau. Ja, jawohl, dann super. Kann man, was sagt man am Schluss da so? Ja, Glück auf, ist Bergmannsgruß, gilt auch für uns. Und es ist so, wie wir jetzt irgendwo auch unsere Weiterbildung betreiben und wieder ein Bergwerk anschauen. Sobald wir die Leute uns erkennen, wir sie erkennen als Bergwerkler, der Gruß ist Glück auf. Also das ist unser geheimnisvolle Ecken im Berg. Hier, wo es Silber und Gold hatte. Man sieht hier, wie es glitzert und so. Das haben wir noch nie jemandem gezeigt. Der Clemens hat das da jetzt wunderbar ins rechte Licht gerückt, wie man hier sieht, die Konturen mit statischem Licht, wie man läuft, wie man sich bewegt, wie das glitzert, die Steine hier, das sind Kristallisationen, Kalzit.
kleine, schöne Würfel und mit diesen Blautönen. Sieht aus wie Amethyst. Also, sie haben das voll getroffen, was wir uns vorgestellt haben. Und dann im Hintergrund auf der linken Seite, da zünden wir eigentlich voll auf Auswandverwerfung her. Das ist eine Verschiebung im Berg. Wenn wir uns vorstellen, der Clemens, dort wo er jetzt am Arbeiten ist, er hat das Erz etwa 40 Meter unter den Füßen. Und links von dieser Platte rauf ist es 30 Meter höher oben. Also da hat es einen gewaltigen Riss im ganzen Gunzenberg. Das heisst aber, da siehst du es nicht rauf, das weisst du einfach, oder? Das wissen wir einfach, aha. Das hat uns der Götti eingebläut, gell, Toni? Was hier auch schön ist, was wir jetzt hier noch eventuell probieren, ihn herzubringen, das sind die Stalaktiten hier. Ah, ja, genau, Moment, das hatte ich auch. Die wunderschönen, vielleicht kannst du die sogar herzoomen. Die mit diesen Wassertröpfchen unten dran, wie Christbaumkügel, einfach mini. Genau. Hier sieht man, dass hier immer Wasser in Bewegung ist, dass hier immer Wasser kommt. Der Riss geht bis auf über Tag, also wenn wir starke Regenfälle haben, dort sind ein paar Stunden später, fängt es auch an, intensiver tröpfeln und tropfen. Und hier rechts hinten sehen wir auch die Felsplatten, der Anschliff, wo die zwei Felsteile, die sich verschieben, aufeinander gerieben haben. Das ist wie geschliffen, da hinten drauf, wo ich jetzt drauf zünde. Wahnsinn, du hast ja Planungen gemacht bei der Olme, gell? So, also das Licht, das kennst du natürlich so. Aber das ist hier schon noch etwas Spezielles. Es ist eine spezielle Leinwand, gell? Wo der Gonze da eben herzaubert für das Licht. Also das Schöne ist, dass wir eigentlich Vorgaben haben, die wir nicht verändern wollen. Und dann haben wir natürlich mit unseren Profis hier von Harris, auch von der Stage Light, haben wir Leute gehabt, die sich gewöhnt sind, Sachen zu inszenieren. Eben hier wieder, der Stein ist hier, der ist ein bisschen grau, wie wir vorbeilaufen mit den Leuten. Das ist mit dem Lämpchen ein bisschen draufzünden, es glitzert ein bisschen. Und jetzt ist es eigentlich auch mit Tischen, die wir hier sehen. Das ist wirklich wunderschön. Das sind die wunderschönen violetten Kristallsteine. Die sind eigentlich von vom Habitus her genau wie bei uns Bergkristall. Wir haben ganz wenig vorkommen in der Schweiz, leider im Gunzen keine. Und die wir bei uns sehen, die kommen hauptsächlich aus Brasilien und Uruguay und so, also Südamerika. Aber jetzt haben wir einmal für 3 Wochen haben wir das auch bei uns. Genau. Du, vielleicht ist es ja gut, ihr habt es nicht. Sonst hättet ihr auf einmal noch ein paar Goldgräber da, meinst du nicht? Ja, da wäre natürlich die Gefahr gross, aber das braucht man nicht unbedingt. Ja. Ja, glaube ich auch nicht. Aber da muss man sagen, die Lizenz zum Abbau, die wäre nach wie vor vorhanden, oder? Die Lizenz zum Abbauen hat man wieder gelöst. Und zwar, jetzt musst du mich korrigieren, Toni, also Konzession haben wir noch bis im 2083. Ja. Hat das DGAG, das jetzt ihr 100-Jahre-Jubiläum feiert, hat die Konzession noch bis 2083 gelöst wieder. Genau, Lizenz ist etwas anderes, gell, natürlich, ja. Ja. Meinst du, du erlebst das einmal noch, dass es das noch mal ernst wird beim Abbau her? Ich hoffe es nicht, weil wenn wir hier jenen anfangen, grübeln wieder, dann geht es wahrscheinlich in der Schweiz und Europa oder der Welt nicht mehr so keinem gut. Also, ich hoffe, dass das niemand erlebt. Und wenn, dass man es erlebt, dass man Abbaumethoden hat und auch Verbrauch, die für gute Sachen, für gute Zwecke sind. Ja. Du, das ist natürlich schon ein bisschen ein Krampf, oder? Auch für einen Clemens. Also einfach ist es nicht. Es hat auf jeden Fall alles gegeben. Also die Firmen, die ihr hier engagiert habt, haben wirklich alles gegeben, um das so zum Glänzen und zum Leuchten zu bringen, wie ihr euch das vorgestellt habt, oder? Sind ihr zufrieden, Roli? Also ich bin total zufrieden. Es ist, wir haben ja das nur mit normalem Licht einmal angeschaut. Wir haben Stellen auf einer Begehung, also auf einer Exkursion, einmal gezeigt. Und die 2-3 Techniker, die mitgekommen sind von der Stage Light, die haben sich vor Ort einmal gerade geäussert, das eignet sich zum Ausleuchten, das vielleicht weniger. Und dann haben wir auch gesagt, wieder so, wie wir jetzt dort im Stollen zurückschauen, wir wollen auch mal eine Atmosphäre haben, wie es früher war, dass
dumpfen Licht. Man sieht da ungefähr das Arbeitsklima. Also ich glaube, das ist schon Luxus, was die hatten mit der Carbidlampe. Aber die Besucher, wenn sie hier nachher durchlaufen, da kommst du einfach wirklich einen Eindruck über die Weite vom Berg, die Tiefe, auch die Ruhe, wie man hört, die Schritte, etwa, wie einer vorbeiläuft. Also, einfach die Atmosphäre möchten wir ein bisschen überbringen, auch noch dazu her. Ja, jetzt hast du Geräusche geholt, he? Jetzt kannst du mal hören, wie das dort tut. Ich meine, ich mache es jetzt auch noch ein bisschen kleiner, oder willst du es so hell haben? Kannst du es zoomen? Kannst du es zoomen noch ein bisschen? Ja, ich muss halt abkleben mit dem Finger. Ja. Ja. Dann, dass wir eigentlich nur, dass wir da drauf so dunkel haben und irgendwie dann... Rutsch und das hier weg. Da unten ein bisschen. Der ist wichtig da. Genau. Der ist wichtig, der hier oben. Und den haben wir auch noch ein bisschen einen dunklen Abschnitt. Wie den nicht dass es nicht ineinander reinläuft. Weißt du, möchte ich jetzt schon wieder die Aufgabe rausklagen, aber du auch nicht. Das sind eben Gleiter Menschen, oder? Ich kann halt als Kind drüber aufgegessen, Freunde. Ja, das geht ja nur aufs Schauen. Ja. Das geht nur aufs Sehen. Wasser nehmen, ja. Ah, das ist die Ja, ein kleiner Teil von dem, was euch das Berglichtwerk zeigt. Jetzt vom 6. Juli bis 20. Juli haben wir euch bei dieser Reportage gezeigt, aber nur einen kleinen Teil. Gerade hier bei dem Schacht, vielleicht wisst ihr noch genau, wie es heisst, da gibt es noch ganz eine spezielle Überraschung. Und ihr seht das alles nur, wenn ihr wirklich selber reingeht. Es ist ganz etwas Spezielles, etwas, was ihr eben im ganzen Bergwerk dann nach dem 20. Juli so nicht mehr könnt erleben. Ja, das Tüfteln von dieser knappen Vereinigung Initiant, da seht ihr rechts Rolli Filz und eben der Toni Gell, das Tüfteln von all diesen Engagement, das ist etwas ganz Spezielles, was man hier erfahren kann, eben nur im ganzen Bergwerk.